Herr Küppersbusch, was war schlecht vergangene Woche? Trump gewinnt noch eine Vorwahl. Und was wird besser in dieser? Ja, wir wissen jetzt, wo es lang geht. Der Krieg in der Ukraine dauert nun bereits 2 Jahre. Kann da noch irgendetwas gut ausgehen? Aus Sicht der Toten? Nein. Die moralische Position auf einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg kann es nur eine Antwort geben, nämlich den Siegfrieden gegen den Aggressor. Die pragmatische Position, ein schmutziger Frieden ist besser als ein moralischer Krieg, der nicht endet. Das kann ich auch nicht auflösen. Wie es ausgehen kann, findet man am ehesten, wenn man nachschaut, wie es reinging. Heute wäre Minsk II besser als jeder einzelne Tag dieses Krieges. Alexei Nawalny ist tot. Welche Verantwortung trägt Putin dafür? Das russische Regime ist verantwortlich für die Justiz, die Willkürurteile fällte und die mehrfach verschärften Haftbedingungen. Verantwortlich ist der, der es hätte ändern können. WikiLeaks-Gründer Assange droht weiter die Auslieferung an die USA. Wäre das sein Todesurteil oder eine Begnadigung nach einem Urteil dort seine beste Chance? Präsident Obama war da schon ein Lame Duck, ein abgewählter Präsident, als er Manning nach 7 Jahren folterähnlicher Isolationshaft und 2 Selbstmordversuchen doch noch ganz schnell, bevor Trump dran kam, begnadigte. Alles Übel daran stünde Assange auch bevor, nichts Gutes davon in Aussicht. Durch einen Prozess in Abwesenheit hätten die USA 13 Jahre lang die Perspektive klären können. Europa hätte durch ein Asylrecht für Whistleblower Assange, Snowden, vielleicht Manning, vielleicht sogar Nawalny retten können. Und ein paar seiner drolligen Werte. 4 Jahre nach den rassistischen Morden von Hanau. Was hat Deutschland seitdem im Umgang mit Rechtsextremismus gelernt? Die Behörden wenig, die Politik noch weniger und die Bürgerinnen und Bürger noch am meisten. Die Einsatzpannen bei der Polizei blieben unaufgeklärt, Ermittlungen eingestellt. Noch stets ist Waffenbesitz ohne psychologische Prüfung und Untersuchung möglich. Wir müssen im großen Stil abschieben. Das klingt wie ein derber Rülpser aus dem tiefsten Sympathisantensumpf des Mörders von Hanau, ist aber inzwischen ein Spiegeltitel des Bundeskanzlers. SPD, ja. Die Ampel hat sich beim Demokratiefördergesetz komplett verhakt, während der liberale Finanzminister und Chef Ballermann Lindner ein trotziges "Ich bin Jäger" unter die Bauern schleudert. Weidmannsheil. Das offizielle Wir dieser Gesellschaft, das Mediale, das formuliert ständig Probleme mit Migration. Das bürgerschaftliche Wir lässt sich immer weniger auseinanderdividieren. Die Namen der Opfer von Hanau zu sagen, würdigt sie und gedenkt ihrer und erinnert an sie und hält sie lebendig und bringt aber auch die Erkenntnis, das sind auch unsere Namen, jedenfalls eher als die der Täter. Die erste kommerzielle Mondmission ist geglückt. Die Sonde Odysseus landete erfolgreich. Wird das Weltall privatisiert? Ja, ist es. Knapp die Hälfte aller Raketenstarts und 3/4 aller Satelliten im Weltall gehören irgendwie Elon Musk. Europa und die USA sind von seinen Diensten abhängig. Ein vergleichbares staatliches Sortiment an Trägerraketen hat überhaupt nur noch China. Musks Arsenal ist, etwa in der Ukraine, buchstäblich kriegsentscheidend. Diese Machtballung, Machtkonzentration in der Hand eines einzigen Menschen ist, drunter geht's wohl nicht mehr, menschheitsgeschichtlich neu. Hat man noch nicht. Als Fernziel hat ja Musk erklärt, auf dem Mars eine neue Spezies Mensch zu züchten. Das klingt so erhaben bescheuert, dass man sich aussuchen kann. Ist das eine Horrorvision oder taugt es einfach nur zur Ablenkung von seiner dämonischen Macht auf der Erde? In Hans-Georg Maaßens Werteunion rumort es. 2 hochrangige Mitglieder haben bereits den Austritt erklärt. Hat diese Partei eine Zukunft? Also wenn die es in ein Parlament schaffen, müssen da erstmal die Türen verbreitert werden. Damit nicht nur die Werteunion, sondern auch die stattlichen Egos ihrer Protagonisten da durchpassen. Eine Splitterpartei, die sich an der Frage zerschmeißt, ob sie jetzt in aller Großartigkeit der Union oder doch lieber der AfD zur Mehrheit verhilft, hat keine Probleme mit dem Selbstvertrauen. Eher schon mit der Realität. Der Investoreneinstieg in der DFL wurde nach anhaltenden Fanprotesten abgesagt. Geht es doch nicht nur um Geld im Fußball? Ja gut, die Fans werden sich jetzt bei jeder Niederlage in der Champions League von den Vereinshonoratioren anhören müssen. Ja, es ist nicht genug Geld da, wir hätten sonst noch teurere Spieler kaufen können. Edge selber schuld. Und damit kann man leben. Und was machen die Borussen?
Kapitän Emre Can hatte sich gegen die Spielunterbrechung durch die Fanproteste geäußert. Jetzt ist ja dann alles wieder gut. Jetzt kann er sich wieder zu den Spielunterbrechungen wegen des behämmerten Videoschiedsrichters nicht äußern.